Willkommen Leute zu einem weiteren Video mit einer weiteren verbotenen Karte. Und zwar haben wir heute die Karte Siegesdrache. Ein Stufe 8 Finsternismonster mit dem Typen Drachen und den Werten 2400-3000. Und dem sehr besonderen Effekt, diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Um diese Karte als Tributbeschwörung zu beschwören, musst du drei Monster vom Typ Drache als Tribut anbieten. Falls diese Karte deinen Gegner direkt angreift und seine Lifepoints auf 0 reduziert, gewinnst du das Match. Das ist eine ganz besondere Karte, denn man kann damit spätere Duelle beeinflussen quasi. Und zwar kann man, wenn man ein Match spielt, in Game 1 oder Game 2, mittels eines Sieges quasi das gesamte Match gewinnen, solange man mit dieser Karte direkt angreift und damit die Lifepoints des Gegners auf 0 reduziert. Zunächst mal die Frage, ist das broken? Eigentlich überhaupt nicht, denn wir haben hier ein großes Problem, und zwar die Beschwörung. Drei Monster vom Typ Drache, Tributen, das ist extrem langsam und da muss die Karte auch noch direkt angreifen und den Gegner damit killen, also das ist wirklich ziemlich unwahrscheinlich und würde wahrscheinlich nie genutzt werden. Die Sache ist aber, dass diese Karte nicht deswegen verboten ist, weil der Effekt irgendwie zu broken ist oder so. Nein, es geht darum, dass die Karte, eigentlich die schlechteste Karte ever ist. Denn im TCG kann man einfach so aufgeben. Stellt euch vor, der Gegner ruft gegen euch den Siegesdrachen und will euch gerade finishen damit. Und er deklariert den Angriff und ihr gebt in der Sekunde auf. Dann kommt der Effekt von Siegesdrachen nicht zum Tragen, weil der Gegner nicht durch diese Karte hier gewonnen hat. Das heißt, die Karte hier kann ihren Effekt niemals effektiv nutzen, solange der Gegner weiß, dass er aufgeben darf. Und das ist ein Ruling-Problem, ausnahmsweise mal. Denn im OCG hätte diese Karte durchaus eine Relevanz. Denn im OCG darf man nicht im gegnerischen Zug aufgeben. Und das ist halt ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil wenn Siegesdrache liegt und der Gegner hat sie gerade gerufen, die Karte, dann könnt ihr nicht aufgeben und müsst euch dann angreifen lassen und dann seid ihr auch tot. Aber im TCG kann man einfach so in der gegnerischen Runde aufgeben und dann, ist Siegesdrache quasi komplett für den Arsch. Und das ist das große Problem dieser Karte. Es ist heute eine sehr kurze Folge, weil viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es gibt noch ein paar andere dieser, Match-Winning-Karten, die haben dann aber noch ein bisschen bessere Effekte und so. Und es sind, glaube ich, auch alles nur Preiskarten, spielt aber auch keine Rolle, weil auch diese Karten können wir nicht spielen. Es ist halt extrem lustig, dass es eine Karte gibt, die quasi durch eine Spielmechanik komplett für den Arsch ist und die deswegen verboten sein muss. Siegesdrache wäre vielleicht interessant, man müsste überlegen, wie man die Karte einsetzen kann, es ist aber sehr schwer. Man müsste auf jeden Fall irgendein Floating Deck bauen, in Blue Eyes kann ich mir die Karte gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, auch wenn man sie mit Inzahlungen abwerfen kann. Aber ganz wichtig, die Karte wäre sogar gut in Game 2. Denn wenn ihr Game 1 verliert, könnt ihr trotzdem noch Siegesdrache verwenden. Wenn ihr aber in Game 3 die Karte zieht, kommt sie tot. Das heißt, man muss sie rausleiden. Und das ist schon mal eine doofe Sache eigentlich für ein Deck, dass man eine Karte 100% rausleiden muss. Aber das wäre nur eine kleine Downside. Die Sache ist halt einfach, dass man die Karte hier kaum beschwören kann. Und wie gesagt, im TCG ist die Karte sowieso hinfällig und nutzlos. Und selbst im OCG ist die Karte einfach nicht effektiv. Sie hat einfach einen viel zu schlechten Effekt und ist viel zu inconsistent. Selbst wenn der Gegner nicht aufgeben kann. Die Frage ist, wie kann man die Karte mit einem Erratum versehen, sodass die Karte fair wird und einsetzbar wird? Ich denke, die beste Möglichkeit ist, dass man der Karte einen Effekt gibt, dass man quasi die Beschwörung von Siegesdrache mit einer neuen Regel gleichsetzt. Das bedeutet, dass man den Kartentext von Siegesdrache ergänzt, dass sobald die Karte beschworen werden will, also sobald sie irgendwie zum Beschwören vorgezeigt wird, sobald das passiert, darf der Gegner in dieser Runde nicht mehr aufgeben. Das müsste man irgendwie ergänzen, weil ansonsten kann man einfach sagen, okay, die Karte wurde gerade beschworen, ich kette quasi mein Aufgeben an. Oder du willst es gerade beschwören, Moment, ich kette an und gebe jetzt auf, bevor die Karte überhaupt liegt. Deswegen kann man nicht einfach so sagen, okay, Siegesdrache muss auf dem Feld liegen, dann darf der Gegner nicht mehr aufgeben. Das macht auch wenig Sinn. Es ist halt ziemlich schwer, so eine Karte umzuschreiben, sodass sie auf die Rulings passt. Denn so Karteneffekte wie, dass der Gegner nicht aufgeben darf, sowas gibt es in Yu-Gi-Oh! Nicht. Und sollte es auch nicht geben, ja. Die Karte gehört nicht ins Spiel rein und sie wird es auch nicht mehr zurückschaffen, bin ich mir sehr sicher. Und es war einfach keine gute Idee von Konami eigentlich. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr andere Karten sehen wollt, dann schreibt die auch in die Kommentare. Bis dann, tschüss.